Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, in dem heutigen Video werde ich meine Reifen erneuern. Im letzten Video habe ich das Tubeless-Band gewechselt. In diesem Video möchte ich die Reifen wechseln. Und zwar werde ich wieder auf die alte Kombination umsteigen, die ich schon auf meinem alten Bike gefahren bin. Und zwar ist es einmal vorne Magic Mary von Schwalbe, hinten ist einmal Big Betty von Schwalbe. Genau, also wir werden jetzt das gleich umbauen. Dann würde ich sagen, nach dem Intro geht's los. Fangen wir mal an. Was benötigen wir für dieses Video? Natürlich benötigen wir beide Felgen, die zwei neuen Reifen, einmal hier die Dichtmilch, Reifenabzieher. Und einmal eine Spritze, um nachher die Dichtmilch einzufüllen. Ja, wie gesagt, ich habe ja im letzten Video das Dichtband erneuert. Da habe ich auf der vorderen Felge auch den Reifen wieder aufgezogen, um zu zeigen, wie der Reifen nachher richtig in die Felge springt. Ja, trotz dass da jetzt keine Dichtmilch ist, hat der Reifen eigentlich auch nicht so arg viel Luft verloren. Also er hält trotzdem dicht. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal hier die Luft rauslassen. So, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an. Ich drücke erstmal den Reifen überall in die Mitte. So. Der Reifen ist schrott. Also der Reifen hier von Schwalbe, der hat eine Laufrichtung. Und zwar sieht man die einmal hier. Wie sieht man das? Hier. Also in die Richtung. Woran man das noch erkennen kann, bei Schwalbe, die haben so Markierungen, so farbliche Markierungen auf den Reifen drauf. Wie jetzt bei mir hier das Orangene. Das muss auf der linken Seite sein, also auf der Seite von der Bremsscheibe. Dann ist der Reifen in der richtigen Richtung. So, dann fangen wir jetzt an, den Reifen zu montieren. Hier, wie vorhin schon gesagt, darauf achten, dass ihr die Laufrichtung richtig habt. Und zwar die orangene markierte Linie hier sollte auf der Seite von der Bremsscheibe sein, also in Fahrtrichtung links. Und ja, ich werde das jetzt aufziehen. So, der erste Reifen ist montiert. Ich werde jetzt noch kurz den zweiten aufziehen. So, dann machen wir jetzt das Hinterrad. So, das ist das Hinterrad. Auch einmal kurz zurechtbiegen. So, hier haben wir den Hinterreifen, hier haben wir auch einmal die orangene Markierung um den ganzen Reifen rum. Diese muss natürlich auch auf der linken Seite sein, da wo die Bremsscheibe ist, damit sie in der richtigen Fahrtrichtung ist. Dann würde ich sagen, ziehe ich den jetzt auch noch schnell auf. Thank you.
So, der ist auch drauf. Jetzt, wie gesagt, tun wir die einmal vollpumpen. Mal kurz den Kompressor. So, ich habe jetzt den Kompressor geholt. Jetzt tun wir erstmal das Vorderrad aufpumpen. Und los geht's. So, das Vorderrad ist aufgepumpt. Es sitzt auch immer sehr gut. Ja. Jetzt machen wir noch das hintere Rad. So, ich habe gerade noch mal ein bisschen Luft in den Kompressor reingefüllt. Jetzt schauen wir mal, dass wir den hier voll bekommen. So, der Reifen sitzt da. So, überall reingesprungen. Das erkennt man, ich zoome mal kurz, das erkennt man hier an dieser Linie. Ich weiß nicht, sieht man das? So ist, glaube ich, besser. Hier ist eine Linie, die verläuft einmal um die ganze Felge herum und diese sollte überall denselben Abstand haben, dann sitzt der Reifen richtig in der Felge. Bei mir passt das jetzt. So, ich werde jetzt nochmal die Luft aus dem Reifen lassen. Dann werde ich ihn auf der gegenüberliegenden Seite vom Ventil öffnen, also den Mantel nochmal aushebeln. Und dann kommt da die Dichtmilch rein. Ich habe sie jetzt hier schon mal vorbereitet auf einer Spritze. Das sind 80 Milliliter. Die kommen dann da rein. So, jetzt lassen wir erstmal die Luft raus. So. So, ich mache das auch nicht großartig auf. Genau, ich hoffe, das sieht man. Ich werde jetzt genau hier in diesen Spalt werde ich die Dichtmilch einfüllen über die Spritze und dann den Reifen wieder aufziehen. Und ja. So, die Dichtmilch ist jetzt drin. Ich pumpe jetzt wieder das Rad auf. So. So, jetzt tun wir einmal, ich mache es gerade mal zurück. Jetzt drehen wir das einfach so ein bisschen im Kreis, damit sich die Dichtmilch ordentlich verteilen kann.
So, ja, das war's dann auch schon. Ich werde die Räder jetzt nochmal aufs Bike drauf machen, dann den richtigen Luftdruck einstellen und dann ist man eigentlich mit so einem Räderwechsel auch schon durch. Ja, ich habe jetzt die Räder wieder drauf gemacht, das Bike ist wieder ready, also ich werde jetzt gleich noch eine kleine Runde drehen, um zu schauen, ob alles passt und ja, somit kommen wir auch schon wieder zum Ende von diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und wie immer, falls ihr noch nicht abonniert habt, unten links könnt ihr das gerne noch nachholen, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ja, ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende, bleibt gesund und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen.